Klangkunstbühne ist eine Sommerakademie der Universität der Künste hier in Berlin. Und zwar treffen sich jeweils im Spätsommer Kunstschaffende aus allen Sparten und aus der ganzen Welt zu dreiwöchigen Arbeitswochen, Kursveranstaltungen. Und das bietet einerseits die Möglichkeit, berühmteren Kollegen, die im interdisziplinären Bereich arbeiten, über die Schultern zu schauen. Und gleichzeitig ist es ein Forum, wo Projekte entwickelt werden, wo Ideen ausgetauscht werden. Das Wichtigste ist uns eigentlich, ein innovatives Klima zu schaffen. Angefangen hat das Ganze 2003. Innerhalb der UdK gab es schon immer den Wunsch und auch die Realisierung verschiedener intermedialer Vorhaben. Es war hier immer sehr wichtig, die Künstler, die alle unter einem Dach vereinigt sind, die zusammenzubringen in bestimmten Projekten, in Vorhaben. Und die Klangkunstbühne hat jetzt versucht, das ein bisschen zu bündeln und gleichzeitig eben auch nach außen zu öffnen. Das heißt, es beteiligen sich Dozenten, Studierende der UdK, aber ganz stark im Dialog mit Kunstschaffenden, mit Dozenten aus der ganzen Welt, die dann für diese Wochen nach Berlin kommen. Dieser Workshop heißt das Vorgefundene Erfinden. Giuseppe Verdi sagt, die Wirklichkeit nachzuahmen kann eine gute Sache sein, aber die Wirklichkeit zu erfinden ist viel, viel besser. Also ich bin extrem, also wenn ich Regie mache, bin ich nur an so Sachen interessiert, die ich nicht kenne. Das Programm während der Klangkunstbühnenwochen ist sehr, sehr dicht. Man arbeitet tagsüber in einem Kurs, für den man sich vorher angemeldet hat. Man schaut zum Beispiel Anna Fiebrock über die Schultern bei ihrer Arbeit, man diskutiert mit ihr, man spricht über Ideen, über Herangehensweise, experimentiert. Abends werden die Kurse jeweils geöffnet, es gibt Lectures der Dozenten und zum Ende der Woche haben wir immer versucht, sowas wie Abschlussveranstaltungen, Abschlusspräsentationen zu zeigen. Und zwar sind auch die in der Form völlig offen. Manchmal ist es eine Landpartie, mal ist es eine große Diskussion, mal ist es eine kleine Inszenierung, um einfach auch nach außen zu zeigen, was hier passiert. Pushing, giving security, pushing, pushing. You are talking to them. I was swimming. It was fantastic. It was fantastic battle in the middle of the forest. To invent music for the theater. Make electroshocks to her. Electroshocks. It's not a soundtrack. Musik, ihr Frau, Musik! Komm jetzt. Komm, leg dich zu Füßen mir. Nur dreist heran. Du fürchtest mich doch nicht. Mein ewiger Gedanke, wenn ich wachte. Mein ewiger Traum warst du. Mehr. Wie aber war mir Freund, als ich dich selbst erblickte. Geblendet stand ich, als du so deinen Tischen von der Erscheinung da, wie wenn zur Nachtzeit ein Blitz vor einem Wanderer fällt. Der Gott der Liebe hatte mich erhalten. Okay. Yeah? Go further with that. In the break you have, or you can you're making love with him, you can use that language of love. You understand? Uh-huh. Very short, but it's not very long, and you as well. Mm-hmm. You can say to her, my barbarian witch. I love you. I don't know. When I'm saying to them, be real, and it's the energy. I'm not saying to him, be real, kill her. Real intensity of your life.
etwas ist von Gertrud Kolmar, eine Linie ist über Gertrud Kolmar, dann haben wir eine Linie betitelt, heißt ausgelöst durch Gertrud Kolmar, also ausgelöst, und das führt dann zu mir, das führt dann zu ihr. In Wunden, Kiemen, Straßenstaub, so ein Wahnsinnssatz, ausgelöst durch so einen Satz, also fast ein Abschweifen, haben wir gesagt, also Abschweifen. Dann gibt es einen Streifen, den wir, das sind Handlungen, nonverbale Handlungen, Szenen, eine Sammlung anlegen von was könnte man machen. Dann gibt es ein Band Musik, die steht da an der Wand und in jeder Streifung, in jedem Band jetzt eigentlich diese Dinge, mit diesen Dingen mal eine ganz grobe Struktur machen. Also was kann man mit dem vollen Gedicht machen? Wie oft kann ich das hinsetzen? Was kann ich machen mit dem mit der Biografie? Ich teile die Biografie auf. Probier doch mal praktisch zu sein, dass man wirklich was so macht, auf so, was hat's? Ah, eine Biografie. Und sonst erfindet sie. Ihr dürft dazu legen, das finde ich, oder dazu setzen. Aber eigentlich muss man die Wärme haben und die Sympathie, das zu verfolgen, also ihr zu schenken. Deshalb muss man aufpassen, dass man nicht mäkelt. Es kann nicht gerade klappen. Weißt, man muss wissen, dass es einen Schritt nach dem anderen braucht. Dass man sehr vorsichtig ist, dass man nicht einfach gerade so macht. Also wo ist das Lied? Das interessiert mich. Ein Lied, das man mitpfeifen kann. Obwohl ich glaube, es ist sowieso alles, was gut ist, ist musikalisch. Das muss nichts mit Tönen zu tun haben. Das ist alles, das kann man bitte. Es ist eine musikalische Inszenierung, weil sie eben eine Dramaturgie, weil die Dinge ineinander laufen, wie man verführt wird, wie man in andere Räume, in andere Tempis, wie man eine Dynamik natürlich beachtet, wie man eben die ganzen über Lautstärken, über Geschwindigkeiten nachdenkt, über Verzögerungen. Das sind alles eigentlich musikalische Zeichen. Freut euch an dem schönen Klang. Lasset eure Sorgen schwinden. Denket nur an das, was schön, 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 schön. Froh sind wohl, wenn wir euch finden. Auf ein frohes Wiedersehen. Cioè nel teatro c'è sempre un posto sacro. E questa è la cosa bellissima. Das Rot ist der Platz vor dem Palast. Das ist wie feudalische Kultur. Die Handlung ist zumeist, zu 90% spielt immer vor dem Palast. Und das ist der Kreis. Ha dunque una società simmetrica. Dunque si sapevano questi ruoli. Also man kann, die Einteilung der Rollen war ganz klar, also das Volk und dann der Chor und der Palast. Und die Frage ist eben, wie sieht es heute aus? Seine Idee der Bühne, der Szene als Pozzo, als Brunnen, aus dem von unten herauf den Passato, Ritorno, die Vergangenheit zurückkehren. Und das Leben auf verschiedenen Ebenen. Mi dovete scusare, ma io sono un umanista ma fumo. Sono un umanista, ma io sono un umanista.